Vielen Dank fürs Fahren, Herr Krämer. Ja. Schöne Linienwahl auch. Ja, fand ich. Querfeldein war die beste Lösung, weißt du? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten auch von mir. Es wird sehr, sehr, sehr spaßig heute. Es wird wild, es wird lauter, es wird schneller, hieß es. Ja, auf jeden Fall. Und an Weihnachten müssen wir natürlich was ganz Besonderes machen für euch. Wir freuen uns, V8-Motoren kamen noch gar nicht so wirklich vor. Das ne? stimmt, und es gibt ja einige im Konzern. Ja, ne? ist ganz komisch, dass sie uns keine hinstellen. Ne? Aber guck mal da hinten, ich glaube, da stehen welche. Sie haben was vorbereitet. Und wirklich, also wirklich heute geht's ab. Es ist auch Weihnachten, es ist ein Geschenk von uns. An euch. Ihr habt uns was Schönes vorbereitet. Zeit wird's hier. Wir warten schon. Guten Tag, Mäuse. Mahlzeit. Wie geht's? Gut. Ich sehe vier Typen, ich sehe vier Autos. Ich habe mir gedacht, der Marc, der macht immer so ein bisschen auf dicke Hose mit seinen G-Klassen. Und dann dachte ich mir, ich bringe jetzt mal ein bisschen Spielzeuge mit. Hasse. Hasse. GTS. Ja. Ja. 521 PS. Okay. Mhm. E63S. Schönes Kfz. 612 PS. Allrad. Und Allrad. C63S Coupé, 510 PS. 510, ja genau. A45 AMG, der stärkste Vierzylinder, der in Serie gebaut wird mit 381 PS. 381 das ist wirklich krass. PS. Das und ist die kleine Allrad Drecksau. Höchste Literleistung, ne? Und der Witz dabei, ich zeige euch noch was. Ja. Wir haben Spikes. Auf allen Autos? Auf allen Autos. Das hört sich sehr, sehr das geil an. Das hört sich sehr nach Spaß an. Wo fahren wir überhaupt lang? Das ist die Strecke jetzt hier raus. Das ist die Strecke. Ihr wisst ja, bei dem Mercedes-Benz Driving Events, wir sind ja immer auf so einem zugefrorenen See unterwegs. Ja. Und das Motto dabei ist immer, außer viel Spaß, viel quer. Ja. Und deswegen fahrt euch doch mal ein bisschen warm. Sucht euch einen aus. Stellt sich da vorne und denkt sich so, okay, ich darf mir einen aussuchen. Also, wir können jetzt einfach mal eine Runde fahren, oder was? Einfach mal eine Runde fahren. Einfach so? Einfach so. Ja, ich fahre mal eine Runde GTS. Du fährst GTS? Ja. Also dann GTS mit Spikes. Dann nehme ich den E. GTS mit Spikes habe ich noch nicht gehabt. Den hier hatte ich auch noch nicht mit Spikes. Der Welt. Und das Ding ist, ich komme ja mit Kälte überhaupt nicht zurecht, aber die Entschädigung der Autos in Verbindung mit Drift ist wirklich, ich ziehe nach Finnland, Leute. Das war's mit Deutschland. Alter, hat das Auto eine Traktion. Alter Schwede, ist das geil. Wir sind im Paradies, Leute, und ihr seid mit dabei. Das ist unfassbar. Wir sind nicht im Drift-Modus, weil dann würde nur Heckantrieb am Start sein. Wir sind im Allradmodus und trotzdem fährt sich das Ding wie ein Hecktriebler, zieht aber an der Vorderachse mit, das ist absolut genial. Ja, Jean-Pierre, gib mir quer! Gib mir quer! Ich will überhaupt nicht aufhören. Das ist wirklich einer der geilsten Tage meines Lebens. Ich brauche auch mittlerweile Scheibenwisch an den Seitenscheiben, merke ich. Schön bis zum Lenkanschlag im Drift. Ich flipp aus, Leute. Es ist Heaven on Earth. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich dieses Jahr bekomme. Das ist so genial, dieses Auto. Es ist unfassbar. Denn wir sitzen in einer E-Klasse, die ist ultra schwer, aber das Auto fühlt sich so leichtfüßig an, weil du einfach nur mit dem Schnee und mit dem Eis am Tanzen bist. Oh, was haben wir denn da? Herr Krämer hat sich gedreht. Ey, ich hab einen Spaß, ne? Unfassbar. Ist unfassbar. Kann das sein, dass wir im Paradies gelandet sind? Es ist ganz sicher ja. Ich habe einen Gaudi, ne? Unfassbar. Ey, und das Ding schiebt an ohne Ende, ne? Ja. Wenn du hinterher fährst, du hast überhaupt keine Chance, weil du siehst gar nichts mehr. Du siehst Abstand gehalten, ne? Ja. Aber der GTS geht schon ganz gut im Schnee. Also für Heckantrieb, Mittel-, Front-, Mittelmotor, das ist okay. Er hat auf jeden Fall mehr Speed als der C63, denke ich. Ja.
Komm, wir knallen noch eine Runde. Ja. Wow, 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 wow. Tag meines Lebens. Es ist wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich will noch mal hier Allrad. Willst du mal Allrad, dann fahr ich mal Heck. Auf geht's. So, anstellen. Meine Güte. Ganz anderes Fahren. Die Kraftverteilung ist viel technologischer. Bei dem GTS war es einfach nur pure Energie auf die Hinterachse. Mit einem ausgewogenen Auto lässt sich das gut halt fahren. Hier merkst du, dass der A45 eigentlich will, dass du schnell auf dem Schnee fährst. Was ein riesengroßer Unterschied ist zum Vergleich vom GTS. GTS war reines Spielen. Hier merke ich jetzt schon, geht es Richtung Speed. Das ist das Rezept zum Glücklichwerden, Leute. Heckantrieb ist noch schöner. Ist langsamer, aber zum Querfahren gibt es nur Heckantrieb und es ist so rein plötzlich. Vorher hast du halt gemerkt, ne, da greift immer noch der Frontantrieb ein und es ist wirklich. Du schiebst halt viel schneller durch die Kurve und vor allen Dingen am Kurvenausgang geht es viel schneller raus. Aber das hier ist reiner. Es ist das reine Mercedes-Fahren, das reine Querfahren. Reiner geht es nicht. Du pendelst einmal an und dann musst du nur noch mit der Lenkung und dem Gas spielen und alles in Einklang bringen. Und dann ist alles Pico. Ich habe mir ja wirklich viel von dem Finnland-Trip schon versprochen, ne? Aber ich merke auch, dass das Querfahren und Autos an sich für mich reine Freude und Glücklichkeit für mich ist. Also der Moment, wenn ein Fahrzeug querfährt, ist auf Asphalt wie auf Schnee, ist für mich schon pure Glücklichkeit und Zufriedenheit. Also es macht mich einfach zufrieden. Es ist leider so. Ganz kurz vor der Kurve einmal das Auto gerade machen, kurz die Gedanken sortieren, dann auf der Bremse leicht wieder anpendeln und mit dem Jas nachreichen. Gott, ist das schön. Hier auch, du kannst auch ganz leicht nur das Auto anstellen, ne? Ganz leicht im Drift und dann wieder ein bisschen stärker. Das Auto will mit dir schnell fahren, trotzdem quer. Er ist ja nur reines Tier. Ja. Quer, Winkel bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wirklich ohne Ende, aber das ist schon schnell. Was fandest du besser, Allrad oder Heckantrieb? Für meinen Lachwinkel ganz klar GTS. Okay. Weil du ganz irgendwo am Lenkereinschlag am Winkel da herbalancierst. Und er ist halt schon, du merkst, wenn du reinlangst, er will über Traktion versuchen, das Auto so schnell wie möglich da rauszubekommen. Richtig. Also wir waren ja immer so die Erklärbären. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen Spaß haben. Das heißt, zwei Teams, einmal ihr beide. Gegen uns. Einmal wir zwei. Ich oute mich aber gleich. Ich kenne drei Tasten. Sperren, Untersetzung, sowas habe ich noch nie gemacht. Ja, ich auch noch nicht. Ist klar, Matthias. Ich bin auch noch nie quer gefahren. Wir haben zweimal Allrad, zweimal Heckantrieb. Ja. Ja. Das heißt, jeder von uns. Zweimal Allrad, oder? Jeder von uns fährt einmal Heck und einmal Allrad. Okay. Mit welchem, das würde ich sagen. Entscheidendes Thema. Schnick, Schnack, Schnuck, oder? Ja, machen wir, okay. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Also ich sag mal so, die stärkste Autopaarung ist A45 AMG und AMG GTS. Sag ich auch. Also, folgende Idee. Wir stellen vier Autos, Start und Ziel. Ja. Wir starten aber von hier ohne Autos, von der roten Linie. Quasi Le Mans Start. Le Mans Start. Eine Runde zurück
Aber eine. Dann nicht über Start und Ziel, weil da stehen die anderen beiden Autos. Sollen wir hier rein? Hier rein in die Box, zum nächsten Auto rennen, dabei Fahrerwechsel, ja. Nächste Runde. Alles ja. klar. Und wer dann als erstes hier außen seht ihr die Start-Ziellinie ja. über Start-Ziel kommt, hat gewonnen. Alles klar. Männer. Ich freue mich jetzt Taktikbesprechung. Ja. Wenn es okay ist, würde ich sagen. Wenn es okay ist? Für mir ist alles egal. Ich okay. nehme hier jeden vom Hof. Okay. Jeden. Dann fängst du an, A45, ja. und ich mache weiter GTS. Alles klar. So, Jungs, seid ihr bereit? Ja, wir sind immer bereit. Wir sind immer bereit. Dann stellen wir die Autos auf, oder? Ja. Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Auf die Plätze, fertig, los! Ihr seid solche Ratten! Ja, ja. Los, fahren. Los, ja. los. Jawohl, voll, das war's. Aber geht auch schon quer, ne? Ja, geht super. Kannst du mal die Heizung, die Lüftung auf die Scheibe machen, bitte? Ja, läuft. Weil bei dem heißen Atem hier, ich wirbel noch ein bisschen ja. Staub auf, ne? Ja, perfekt. Anstellen. Schön langsam, ne? Schön langsam. Jetzt nur keinen Fehler machen. So, anbremsen, enge rechts, enge rechts. Bleib auf der Bremse. Jawohl, klein, und ein bisschen Gas, leicht Gas. Nicht zu viel, ein bisschen Gas. Ein bisschen Gas. Jawohl. Ja. Perfekt, Matze. Rauf in Schlappen. Alter, wieder beschleunigt. Wie viel den Grip der hat, ne? Der ist schon anders als meine Fahrzeuge, die G-Klasse. Das glaube ich dir, du. Ein bisschen direkter auch das Ganze. Ja. Ne? Und jawohl, leicht auf dem Gas bleiben. Jawohl. Und bei euch können das Kunden, Gäste von Mercedes buchen? Genau. Und dann die kommen zu uns und ja. dann fahren wir 4 Tage, machen wir sowas und am Ende kann es dann eigentlich auch jeder. Ich brauche dann 8 Tage wahrscheinlich. Nee, das wird nichts. Das haben wir gewonnen. Das haben wir doch gar nicht gewonnen, Alter. Wenn wir das Ding jetzt einmal irgendwo reinstecken, dann sind wir. Das machen wir nicht. Hintern. Und Gas. Gleich haben wir es ja. So, jetzt rein in die Box oder was? Jetzt in die Box. Da müssen wir wieder rüber rennen, ne? Da müssen wir wieder rüber rennen. Wir müssen uns ja gleichzeitig konzentrieren, wo wir unsere Laufwege sind. Vor der ja roten Linie. Vor der roten Linie. Nicht weiterfahren als die rote Linie, ja? Genau. Da. Komm. Nach hinten um. Los! Alter! Hey! Oh. Feuer! Bam, 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 bam! Jawohl! Ja! Aber du bist aber auch schon mal Auto gefahren, ne? Das war Lenkanschlag! Ja, sicher Zeit! Wir sind am Lenkanschlag die ganze Zeit! Ja, aber das muss doch gar nicht sein! Sauber! Sie sind hinter uns! Du bist aber nicht zum ersten Mal hier gefahren, ne? Bei sowas, wie lange machst du sowas schon? Na ja, schon ein paar Jahre, du. Fahr das Ding jetzt einfach nur nach Hause, bitte! Mach ich doch! Am Lenkanschlag! Du Otto! Ja, wunderbar! Hier wird's glatt, genau! Lenkanschlag! Nicht drehen! Nein, bitte! Das war so ein Stück von so Stock und Stein sind mir bekannt, aber sowas ist echt schnell! Und geil, gell? Ja! Jetzt kommen wir über die Ziellinie quer! Ja, quer über die Ziellinie und rum! Jawoll! So! So sieht er nämlich aus! Pass auf! Wir müssen ihn gratulieren! Wir verneigen uns! Herzlichen Glückwunsch! Danke für die Leistung! Zum zweiten Platz! Jungs, war das geil! Oh. Geil. Aber, Jungs, wie macht ihr denn heute Abend Weihnachten? Ein bisschen betrübt vielleicht? Was ein Gaudi, was ein Spaß. Ja, super cool. Mir hat es mega Spaß gemacht, hoffe euch auch. Absolut. Sensationell. Hammer. Und auf die Freude steigen wir beide und ihr beiden wieder ein und wir fahren um gar nichts. Coole Idee. Okay. Bis die Tanzlehrer sind, würde ich sagen. Frohe Weihnachten an euch auch. Ciao, Weihnachten.
Frühling. Wir fahren noch ein bisschen, oder? Jawohl. Ja, natürlich. Und du bringst mir das ein bisschen bei. Ja, ich fahr jetzt mal den. Ich hol mal den anderen. Ein Küsschen auf die Wange. Was hast du jetzt?